Berlin, wenn Jo Gerner am heutigen Freitag aus seinem Urlaub zurückkehren wird, um Katrin bei einer ihrer schwersten Entscheidungen zu unterstützen, wird alles wie immer sein. Das dürfte sich aber schon bald ändern. Das GZSZ-Urgestein ist derzeit nur auf Krücken unterwegs. Ein Fußball wurde dem 63-Jährigen zum Verhängnis. Er ist im Oktober gestürzt. Ich bin an einem Bolzplatz vorbeigekommen, wo ein paar Jungen Fußball gespielt haben. Sie schossen einen Ball zu mir, ich wollte zurückschießen. Mit dem rechten Bein trat ich nach dem Ball, mit dem linken rutschte ich auf nassem Laub nach hinten, machte einen ungewollten Spagat und brach mir den Trochanter, berichtet der Schauspieler im RTL-Interview. Die Folge: eine Woche Krankenhaus, 4 Wochen zu Hause, Reha und Physio. Ich bin guter Dinge, denn von Tag zu Tag wird alles besser und ich bin heilfroh, dass ich mittlerweile wieder drehen kann, freut sich der GZSZ-Star. Ohne Unterstützung geht es im Kollekiez allerdings nicht. Jo Gerner ist dann auf Krücken angewiesen. Gerner hat sich bei einem Auslandsaufenthalt verletzt und kommt so zurück nach Berlin. War da etwa ein E-Roller im Spiel? Erzählt Baro lachend. Wolfgang Baro brach sich im Oktober den Trochanter. Da GZSZ, werktags ab 19.40 Uhr bei RTL oder auf Abruf bei RTL Plus, immer 6 bis 7 Wochen im Voraus gedreht, müssen die Krücken noch auf ihren Einsatz warten. Die Szenen laufen im Winter bei RTL. Erst einmal ist Gerner aber als guter Freund gefragt. Achtung, Spoiler, er gibt Katrin, seiner Partnerin in Crime, die volle Rückendeckung. Sie kann und wird W&L an Carlos verkaufen. Der Latino ist mit seiner Intrige tatsächlich durchgekommen. Nur zu welchem Preis? Mit dem rechten Bein trat ich nach dem Ball, mit dem linken rutschte ich auf nassem Laub nach hinten, machte einen ungewollten Spagat und brach mir den Trochanter, berichtete er. Nach einer Operation habe er eine Woche im Krankenhaus verbringen müssen, er sei 4 Wochen außer Gefecht gesetzt gewesen. Nun stünde die Reha-Phase an, berichtet der Schauspieler. Anders kam der Unfall für Jo Gerner in der Serie, erzählt Barlo. Gerner hat sich bei einem Auslandsaufenthalt verletzt und kommt so zurück nach Berlin. Die Folgen mit seinem gehandicapten Seriencharakter werden in diesem Winter ausgestrahlt. Liebevolle Unterstützung von den Schauspielkollegen. Dankbar zeigt sich der 63-Jährige für seine Kollegen am Set. Meine Kollegen haben mir ihre besten Genesungswünsche gesandt und mir angeboten, mir am Set zu helfen, wenn es notwendig ist, erzählt er RTL. Das funktioniere wunderbar. Alle unterstützen mich, sind sehr lieb und rücksichtsvoll zu mir. They were